Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Matthias. Heute schauen wir uns einen weiteren richtig interessanten Indikator an, nämlich die Bollinger Bands. Und oftmals wird ja gesagt, dass Market Timing eigentlich gar nicht möglich ist. Und das habe ich auch früher gedacht. Aber wenn man sich damit entsprechend auseinandersetzt, dann sieht man, dass es doch möglich ist. Und genau das werde ich dir heute zeigen. Und das machen wir auch wie immer mit Schritt für Schritt Anleitung und das mit richtigen Beispielen. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Fangen wir jetzt direkt erstmal an mit den Bollinger Bands. Was zeigen die Bollinger Bands uns? Sie zeigen uns an, ob eine Aktie zurzeit hoch bewertet ist, also ob sie überkauft ist, oder ob sie tief bewertet ist, also überverkauft wurde. Das heißt, ob sie zu stark abverkauft wurde. Und da gibt es hier diese drei Bände, wie wir das sehen. Einmal den gleitenden Durchschnitt, das ist hier die orangene Linie. Und dann haben wir hier oben einmal das obere blaue Band und das untere andere blaue Band. Dazu gleich nochmal mehr. Ganz kurz noch einmal was ganz Allgemeines zur technischen Analyse. Die technische Analyse ist nur eine Ergänzung zur fundamentalen Analyse, die natürlich deutlich wichtiger ist, aber wer richtig gute, starke Renditen machen möchte, der kommt an der technischen Analyse nicht dran vorbei. Was wir mit der technischen Analyse machen können, sind Muster erkennen. Und genau das machen wir auch in diesem Video. Und was natürlich hier nicht enthalten sind natürlich irgendwelche unvorhersehbaren Events. Da kann jeder schöne technische Indikator nicht mithalten. Da muss man dann fundamental natürlich seine Analyse dementsprechend gut machen. So, kommen wir direkt mal zum Markttiming. Und ich habe bereits angesprochen, es wird immer gesagt, dass Market Timing gar nicht möglich ist, man soll es nicht versuchen. Und natürlich versucht man es dann auch nicht, weil wenn es alle sagen, wird es wahrscheinlich so sein. Aber genau so ist es nicht und ich kann damit sehr gut arbeiten. Hier rechts sehen wir mal das Bild vom American Sniper, ist ein ganz cooler Film. Falls du den noch nicht geschaut hast, kannst du dir auf jeden Fall mal angucken. Wie auch immer, was macht ein Sniper? Ein Sniper sitzt und wartet im Versteck auf seine Chance. Und wenn die Chance da ist, dann schlägt er zu. Und genau das machen wir hier auch. Wir warten auf unsere Chance und dann sehen wir, dass Markttiming auch funktioniert. Eine Regel, die ich mir selbst immer sage, die ich früher natürlich auch dementsprechend ab und an mal nicht so verfolgt habe, jetzt aber auf jeden Fall schon, ist FOMO. Wenn wir FOMO verspüren, wenn wir die Angst haben, Renditen, große Renditen zu verpassen und die Aktie schon stark gestiegen ist, dann lassen wir einfach die Finger weg oder dann lasse ich einfach die Finger weg, denn es gibt genug andere gute Aktien, gute Möglichkeiten, wirklich renditestarke Anlageelemente zu finden. Dann, was ganz wichtig ist, auf die Chance warten und dann vor allem in dem richtigen Zeitpunkt, wenn der Zeitpunkt da ist und wir auf diesen gewartet haben, wie ein Sniper im Gebüsch, dann müssen wir auch handeln und dann müssen wir stark handeln und richtig stark reingehen. Schauen wir uns gleich nochmal an. Sehr stark sind die Bollinger Bands hier in Kombination mit dem RSI und dem MACD. Das kann man sich schon mal im Kopf behalten. Das werden wir ganz zum Schluss auch nochmal machen und dann sehen wir, dass man da richtig, richtig starke Einstiegszeitpunkte findet. Das Programm, was ich nutze und auf das ich definitiv nicht mehr verzichten möchte, ist TradingView. Kann man auch ganz normal kostenlos nutzen. Funktioniert absolut Weltklasse und ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und nein, ich bin irgendwie nicht hier gesponsert oder ähnliches. Kommen wir mal zu den Einstellungen. Könntest du dir vielleicht hier einen Screenshot machen oder nachher nochmal zurückspulen. Die Länge, die ich mir hier ausgesucht habe, liegt bei 100. Standardabweichung habe ich hier 2 genommen und bei der Zeiteinheit ist es so, dass ich nicht kurzfristig unterwegs bin. Das heißt, ich bin eher ein mittel- bis langfristiger Trader, Anleger. Deshalb habe ich hier eine Zeiteinheit von 4 Stunden. Natürlich sind auch andere Zeiteinheiten möglich, aber ja, das ist einfach die Zeiteinheit, die mir am besten gefällt. Ganz wichtig zu sagen ist, es gibt natürlich aber auch andere Setups, wie man das Ganze machen kann. Also das heißt nicht, dass das, was du jetzt hier siehst, auf jeden Fall die beste Möglichkeit irgendwie ist. Für mich ist es die beste Möglichkeit, aber es kann sein, dass du vielleicht andere Anpassungen, andere Einstellungen vielleicht einfach besser findest und damit besser arbeiten kannst und das ist dann auch gut so. Also einfach mal ausprobieren, was da am besten funktioniert. Dann schauen wir uns das Ganze mal an.
Wie verhält sich denn die Volatilität mit den Bollinger Bands? Volatilität, Dehnung und Stauchung. Wenn wir eine niedrige Volatilität haben, dann stauchen sich die Bollinger Bands zusammen. Und das sehen wir hier zum Beispiel mal bei der GameStop-Aktie. Nein, habe ich nicht investiert. Aber mit dieser Aktie wollte ich es einfach mal deutlich machen, da sie zeitweise extrem volatil war. Wir sehen bei einer niedrigen Volatilität, und das sehen wir hier im Mai, staucht sich das Ganze extrem zusammen und die Bollinger Bands, die schieben sich richtig zusammen. Bei einer hohen Volatilität ist es so, dass die Bände stark auseinandergehen und das ist extrem cool für uns und wertvoll, denn hier bieten sich wirklich die Chancen. Je stärker die Dehnung ist, desto höher ist auch die Standardabweichung zu dieser orangenen Linie, die wir da sehen, zu dem gleitenden Durchschnitt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Preis dann bei so einer starken Dehnung nah am Durchschnitt liegt, ist gering. Das heißt, wir entfernen uns wirklich weit von diesem gleitenden Durchschnitt. Dann kommen wir zur Rückkehr zum Mittelwert. Und das ist einfach nur eine Theorie, die besagt, dass der Preis immer wieder oder dass die Entwicklung des Preises immer wieder zum Mittelwert zurückgeht. Und das sehen wir auch hier bei der Viva-Aktie. Genau, das ist die Viva-Aktie, die ich immer rausgesucht habe. Wir sehen, dass wir manchmal an dem oberen blauen Band uns befinden, an dem Bollinger Band, und manchmal gehen wir dann, sacken wir dann wieder ab und sind an dem unteren blauen Bollinger Band. Und genau hier können wir dann die Einstiegs- bzw. auch die Ausstiegszeitpunkte erkennen. Und vielleicht für jeden, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, ist es immer meiner Meinung nach besser, wenn man sich wirklich auf die Einstiegszeitpunkte konzentriert, denn wenn eine Aktie mal einen guten Run hat, dann wettet man natürlich gegen den Markt. Und warum sollte ich gegen den Markt wetten, wenn ich auch auf richtig gute Chancen warten kann, um auf steigende Kurse zu setzen? Richtig interessant wird es, und das sehen wir hier, das habe ich markiert, wenn wir hier außerhalb der Bollinger Band sind. Und das sehen wir hier einmal beim oberen Band, da habe ich drei rote Markierungen gesetzt und da sehen wir, dass wir aus den Bollinger Bands rausgehen. Und das sind für mich schon Anzeichen, dass man hier definitiv abverkaufen kann. Und wir sehen, sobald wir aus diesen Bollinger Bands rausgehen, sackt die Aktie wieder ab. Sackt die Aktie wieder ab. Und auch beim dritten Mal sackt die Aktie wieder ab. Denn die Aktie möchte zum Mittelwert wieder zurückkehren. Und genau das macht sie aus. Und wenn wir uns jetzt mal die drei grünen Punkte hier anschauen, die grünen Striche, die ich markiert habe, dann sehen wir, wenn wir unten aus den Bollinger Bands rausgehen, dann kommt die Aktie wieder hoch und kehrt zum Mittelwert zurück oder Richtung Mittelwert. Und das sehen wir bei allen drei Zeitpunkten, die ich hier markiert habe. Also da sieht man schon mal, hey, wenn wir uns außerhalb dieser Bollinger Bands befinden, dann ist es extrem interessant und dann sollte man noch genauer hinschauen und dann kann man auch hier aktiv werden. Jetzt noch einmal eine andere Sache, die auch wirklich interessant ist, die ich so ein bisschen über die letzten Monate beobachtet habe, ist die Stauchung und dann der Ausbruch oder auch der Einbruch. Wir haben ja gesagt, wenn die Volatilität runtergeht, wenn die Aktie weniger stark schwankt, wenn die Aktie nur ein bisschen schwankt und keine starken Ausbrüche nach oben und nach unten hat, dann laufen die Bände zusammen. Dann werden sie immer schmaler und wenn sie extrem schmal werden, dann kommt es sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, ist meine Beobachtung, zu einem Ausbruch oder zu einem Einbruch. Und das kann man natürlich, diese darauffolgende starke Volatilität nach der geringen Volatilität, die kann man natürlich extrem gut dann nutzen, um hier richtig Kursgewinne zu machen. Aber ganz wichtig hier natürlich dabei, wenn hier die Bollinger Bands sich zusammenschweißen, heißt es nicht, dass wir nach oben ausbrechen. Es kann genauso gut sein, dass wir nach unten abrauschen. Und genau da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, hey, wir müssen eine richtig gute fundamentale Analyse machen, damit wir diese technischen Indikatoren überhaupt nutzen können. Denn wenn wir uns jetzt irgendeine Mistaktie raussuchen, die keiner haben will, wo das Geschäftsmodell nicht ordentlich funktioniert, die niemand im Depot haben möchte, dann kann es natürlich auch sein, dass so eine Aktie mal komplett nach unten ausbricht und unser Depot wirklich runterzieht. Bei Selling ist es so, dass es natürlich, ist ein super Unternehmen meiner Meinung nach, ist es so, dass die Aktie hier dann nach oben ausgebrochen ist. Deshalb sollte man hier immer wieder dran denken, fundamentale Analyse ist wichtiger als die technische Analyse, aber mit der technischen Analyse verfeinern wir noch unsere Investition.
Wenn du dir das Video bis zu dieser Stelle jetzt angeschaut hast, dann lohnt es sich, denn jetzt kommen wir zur absoluten Crème de la Crème, nämlich der Kombination der Bollinger Bands mit dem RSI und mit dem MACD für wirklich unschlagbare Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte. Und wir sehen das hier am Chart. Das ist hier ein Chart von The Trade Desk, eine super Aktie, natürlich wie immer hier keine Anlageempfehlung. Aber was wir hier sehen ist, dass die Aktie hier aus den Bollinger Bands ganz klar unten ausbricht. Das habe ich hier mit dem gelben Pfeil markiert. Das ist für uns schon mal ein sehr gutes Signal, gerade bei so einer super Aktie wie The Trade Desk, die natürlich auch mal einen guten Rücksetzer hat, den wir nutzen können. Dann schauen wir uns aber mal das RSI an und wir sehen, dass die Aktie hier wirklich überverkauft wurde. Das heißt, Anleger haben die Aktie wirklich extrem runtergeprügelt in den Bereich, dass es für mich sehr interessant ist, nämlich unter 30 und das mehrfach hier. Jetzt kaufen wir die Aktie noch nicht, sondern wir warten auf die MACD-Bestätigung. Und die MACD-Bestätigung, die kommt, wenn hier die rote Linie die grüne Linie durchkreuzt. Und das ist der Zeitpunkt, an dem wir die Aktie kaufen. RSI und MACD, wenn du das Video noch nicht geschaut hast, dann guck es dir auf jeden Fall an. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Bollinger Bands, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und genau so einfach ist es schon. Man muss halt nur die kleinen Geheimnisse zu diesen ganzen Indikatoren wissen. Natürlich waren das jetzt nur drei Indikatoren, es gibt noch viele weitere, aber das sind hier schon mal sehr wichtige, mit denen wir wirklich super Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte finden können. Kommen wir noch einmal zu einer kurzen Zusammenfassung. Durch Bollinger Bands können wir auf jeden Fall hier unsere Rendite maximieren. Wir finden sehr gute Einstiegs-, aber auch Ausstiegszeitpunkte und das sehen wir daran, wenn die Aktie hier aus den Bollinger Bands ausbricht. Nochmal, die Bollinger Bands sind hier eines von vielen wichtigen Indikatoren. Es gibt noch viele weitere. Wenn du noch Videos zu weiteren Indikatoren sehen möchtest, dann schreib es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich kann nur so viel sagen, dass es hier noch viele weitere interessante Indikatoren gibt, die man natürlich nachher alle kombinieren kann und dann wirklich auf technischer Basis natürlich sehr, sehr gut dann mit dabei ist. Aber, und das habe ich jetzt schon öfters gesagt, die technische Analyse ist nur eine Ergänzung zur fundamentalen Analyse, die steht immer noch darüber. Aber wer natürlich seine Rendite weiter richtig maximieren möchte, der kommt an der technischen Analyse meiner Meinung nach einfach nicht vorbei. Was wir auch gesehen haben, eben ganz zum Schluss, was ich dir gezeigt habe, ist, dass wir mit den Bollinger Bands in einer Kombination mit dem RSI und dem MACD einfach eine extrem starke Kombination haben und das in Verbindung mit starken Wachstumsaktien, da kann man sehr, sehr starke Renditen machen und genauso mache ich es auch und damit lässt sich sehr schönes Geld verdienen. Das war es von mir und den Bollinger Bands für heute. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat, gib dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich hoffe mal, dass ich es so verständlich wie möglich rübergebracht habe. Wenn nicht, dann hau deine Fragen unten in die Kommentare, werde ich natürlich gerne beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und kommentiere natürlich auch, wenn du noch weitere Indikatoren aus dieser Reihe sehen möchtest, die ich auch selber nutze. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, danke für deinen Support und dann sehen wir uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dann, ciao.